In diesem Video geht es um die Prozessaufnahme, also wie man das Wissen und die Routinen zu den Abläufen aus den Köpfen der Mitarbeiter herausbekommt. Und wie man das macht und was dabei alles zu beachten ist, das zeige ich jetzt in diesem Video. Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Heute geht es um die Prozessaufnahme, also wie komme ich von dem Wissen und Können im Kopf der Mitarbeiter zu verwertbaren Informationen für eine kontinuierliche Verbesserung, aber auch zur Wissenssicherung. Als erstes sehen wir uns also da die Erhebung etwas genauer an. Welche Möglichkeiten haben wir denn da alles, um wirklich das Wissen zu erheben? Also wir können das Ganze beobachten am Ort des Geschehens. Wir können Interviews mit Prozessmitarbeitern führen, wir können Fragebögen erstellen, wir können Workshops durchführen oder wir können auch Prozesse nach Datenlage erheben, das sogenannte Process Mining. Kommen wir als erstes zum Thema Beobachtung. Also die Beobachtung, wie ein Prozess mit seinen Arbeitsschritten wirklich durchgeführt wird, ist die direkteste Art, an Informationen über den Prozess zu kommen. Dazu muss man sich der Beobachter an den Ort des Geschehens kommen und sich den Ablauf wirklich direkt anschauen, also über die Schulter schauen, wirklich da dabei sein, wenn die Tätigkeiten ausgeführt werden. Zum Beispiel zu den Mitarbeitern in die Produktion gehen und sich ansehen, wie er wirklich eine Maschine belädt und nach der Bearbeitung des Werkstücks die Maschine eben auch wieder entlädt. Oder man muss eben zu den Mitarbeitern gehen, wenn er die Warenannahme und den Wareneingang durchführt, also Warenannahme wirklich zu schauen, eben, dass die Pakete alle ordnungsgemäß im Lager dann reinkommen und die Wareneingang, dass entsprechend die Ware auch bebucht ist im Warenwirtschaftsprogramm, entsprechend hinterlegt ist und dass die Lieferscheine alle passen. Diese Beobachtung hält man dann fest, zum Beispiel in einem SIPOC, ganz klassisch mit Papier und Bleistift. Und wie man so einen SIPOC erstellt, das haben wir in diesem Video genau erklärt. Gucken Sie das mal an, das ist sehr, sehr hilfreich, weil man da ganz, ganz schnell einen Überblick und die entsprechenden Informationen über den Prozess bekommt. Wenn also ausschließlich Tätigkeiten am oder mit einem Computer durchgeführt werden, also die klassischen Bürotätigkeiten, dann bietet sich auch eine Videokonferenz zum Beispiel an, bei der der Beobachtete seinen Bildschirm teilt. Dann kann der Beobachter zusehen, ohne dass man direkt hinter dem Schreibtisch stehen muss. Das fällt auch meistens dem, in der arbeitet, leichter, so quasi seinen Bildschirm zu teilen, als wenn man da direkt quasi hinter dem Rollstuhl steht und dann über die Schulter guckt. Für eine tiefergreifende Analyse der Schritte und Abläufe kann man dann diese Tätigkeiten aber auch mit einer Videokamera oder im Fall der Videokonferenz eben direkt über den Bildschirm auch aufzeichnen. Der große Vorteil einer Videoaufzeichnung ist wirklich, dass man sie sich immer wieder ansehen kann und dann eben Schritt für Schritt analysieren kann, was passiert da. Könnte man vielleicht bestimmte Dinge einsparen, kann man bestimmte Sachen erleichtern, kann man zum Beispiel ein Heben und Greifen zum Beispiel unterstützen, eben durch entsprechendes Werkzeug oder Rampen oder ähnliche Sachen. Das kann man alles machen. Aber bevor Sie mit der Beobachtung starten, also nochmal ein ganz dringender und wichtiger Hinweis. Machen Sie das also niemals heimlich. Das niemals, niemals, niemals heimlich. Sondern erklären Sie immer im Vorfeld mit dem Mitarbeiter, dass es also ausschließlich um die Aufnahme und die Verbesserung eines Prozesses und nicht um eine individuelle Leistung geht. Also es geht nicht um die individuelle Leistungskontrolle eines einzelnen Mitarbeiters, sondern es geht immer darum, nur zu verstehen, wie läuft denn der Ablauf und können wir den leichter und sinnvoller gestalten, als wie er derzeit ist. Und gerade wenn die Beobachtung per Video aufgezeichnet ist, muss man darauf achten, nach Möglichkeit keine Gesichter zu filmen, sondern vielleicht das so einzustellen, dass man nur eine Werkbank sieht und die sich bewegenden Hände zum Beispiel oder eben auch nur die Abläufe auf Computerbildschirmen zum Beispiel, dass man eben dann so Screen Recording macht, aber eben keine Gesichter drauf zu sehen sind. Und es hat sich auch für die Akzeptanz von der Videoaufzeichnung sehr bewährt, wenn man also eine Aufzeichnungsvereinbarung mit dem Mitarbeiter schließt. Und ein Formular dafür, wie man sowas machen kann, haben wir in unserem Download-Bereich und auch den ergänzenden Blogbeitrag dazu haben wir Ihnen nochmal die Videobeschreibung hier unten mit entsprechend verlinkt. Gucken Sie das an, da können Sie das runterladen. Das hilft also sehr, dass man da nicht in Schwierigkeiten kommt, auch das Thema Datenschutz und so weiter. Wenn es da eine Vereinbarung gibt, für welchen Zweck diese Aufnahme eben erstellt wird und wann die auch wieder eben gelöscht wird, dann ist das einfach vertrauensbildend. Der zweite große Punkt ist dann das Interview, nach der Beobachtung quasi ein Interview. Das ist deutlich weniger kritisch hinsichtlich Datenschutz oder Bedenken zur individuellen Leistungskontrolle. Das sind also die Interviews mit den Prozessmitarbeitern oft auch etwas akzeptierter als zum Beispiel die Beobachtung. Fragen Sie also der Reihe nach Ihren Interviewpartner eben, welche Schritte er im Prozess nacheinander durchführt und die notieren Sie dann eben und übertragen Sie in ein Prozessmodell. Das kann man eben auch wieder mit einem SIPOC machen, man kann es aber auch entsprechend gleich in ein BPMN-Modell reinbauen. Bedenken Sie aber bitte immer, dass die Interviews nur eine begrenzte Dauer haben.
denn die Konzentration eines Befragten ist relativ schnell erschöpft. Und nach einer Stunde ist dann meistens erfahrungsgemäß schon recht mühsam, dass man mit dem Interviewpartner da wirklich noch systematisch durchgeht. Und auch das Interview vielleicht lieber in mehrere Teile zu zerlegen, wenn es um den schwierigen und längerfristigen Prozess geht und dann das bisher Erfragte quasi schon mal in eine gewisse Form bringen und dann am Beginn des folgenden Interviews nochmal gemeinsam rekapitulieren und durchgehen, um an der Stelle weiterzumachen, wo man eben aufgehört hat. Und dabei kommen eben auch ganz viele und wertvolle Ergänzungen zu dem, was man schon gemacht hat, was man vielleicht schon vergessen hatte und Detaillierungen und so weiter. Das ist eigentlich relativ gut, wenn man das so in Zyklen macht, immer so iterativ. Was man auf jeden Fall bei Interviews auch beachten sollte, ist, dass es nicht immer nur die Ausnahme und der eine Sonderfall diskutiert wird, sondern dass man sich wirklich darauf konzentriert, erstmal den Standardablauf zu nehmen, der in 80% der Fälle einfach vorkommt, wie es eben laufen sollte und nicht immer Schwierigkeit Nummer 39 auf Sohle 17. Beim Interview sollte auch der Fragensteller sich auf das Thema Schwierigkeiten und Probleme kommen, also an welchen Stellen zum Beispiel geht es nicht leicht von der Hand, weil man zum Beispiel Daten aus einem System runterladen muss, dann irgendwie konvertieren, um es dann in ein anderes System wieder hochzuladen oder wo notwendigerweise Ausdrucke gemacht werden, dann später wieder gescannt werden müssen oder. Also solche Schwierigkeiten und Probleme und solche Dinge einfach wirklich offen ansprechen und dann die Leute reden lassen. Denn anders als bei der Beobachtung werden solche Punkte eben oft nicht explizit ausgesprochen. Also auf Fragen zur Dauer von bestimmten Schritten werden sie da auch nur aus dem Bauch raus geschätzt, naja, vielleicht 5 Minuten oder 7 Minuten und eben nicht wie bei einer Beobachtung mit der Stopp- oder mit einer Videodauer gemessen. Wenn Sie ein Video aufnehmen, sehen Sie genau quasi in der Laufzeit des Videos, wie lange dauert denn wirklich ein bestimmter Schritt. Und diese gemessenen Daten, das ist auch die langjährige Erfahrung, die wir gemacht haben, weichen teilweise erheblich, wirklich erheblich von den Schätzungen aus dem Bauch raus eben ab. Ein Interview sollte auch mit einem standardisierten Fragenkatalog vorbereitet werden und auch einen solchen finden Sie eben auf unserem Blogartikel zum Download, den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Schauen Sie sich das mal mit rein, hilft Ihnen bei der Erstellung des nächsten Interviews. Fragebögen haben den großen Vorteil, das ist die dritte Art eben, um Informationen zur Prozesserhebung wirklich zu kommen, haben den großen Vorteil, dass man sie an eine große Gruppe von Menschen und Mitarbeitern senden kann und die Daten anonym erteilt werden können. Allerdings muss der Fragebogen sehr, sehr genau vorbereitet werden, was also sehr zeitaufwendig sein kann. Ich persönlich halte von Fragebögen eher weniger. In meiner Berufspraxis habe ich sie eigentlich kaum eingesetzt. Ich habe also fast immer mit Beobachtungen oder mit Interviews gearbeitet. Workshops sind also eine sehr praktische Alternative. Das ist der vierte Teil, wie man da dran kommen kann. Sehr praktische Alternative zu den Interviews, denn es gibt bei dem größeren Prozess in größeren Unternehmen, die also recht viele Beteiligte haben, erstmal einen Überblick vielleicht. Und dass man dann die Prozessexperten eben in einen Raum holt und sagt, jetzt lass uns doch mal das große Bild an die Wand werfen, wie läuft denn der Prozess erstmal in den ganz groben Schritten, bevor wir uns also in den Details dann irgendwo verzetteln. Und das sind also dann ganz oft diese sogenannten Ende-zu-Ende-Prozesse eben oder ganze Wertschöpfungsketten, zum Beispiel eine ganze Produktionslinie. Wenn Sie an eine ganze Produktionslinie von einem Automobil denken, da haben wir eben von der Lackiererei über die Karosseriepresse und Motor einsetzen und so weiter, haben Sie da ganz, ganz viele Tätigkeiten und sowas muss einfach mal auch wirklich in der ganzen Länge durchdacht werden und da eignen sich einfach Workshops. Viel, viel besser als einzelne Interviews. Und hier ist es eben auch wichtig, dass zum Beispiel die Vorarbeiter in der Fertigungslinie eben gemeinsam ein Bild des Prozesses erarbeiten und da wird auch das Verständnis für die Probleme im Prozess gebildet. Ah, jetzt wird mir das klar. Wenn wir im Prozessschritt 2 das so machen, dann haben wir immer im Prozessschritt 9 die Probleme, dass es so umständlich ist. Das sind ganz typische Erkenntnisse, die eben in solchen Workshops eben zutage treten und damit auch das Verständnis füreinander und dass man auch dann gemeinsam daran arbeiten kann, solche Probleme auch entsprechend abzustellen. Workshops sind zeitaufwendig. Sie bedürfen einer guten und vor allem sehr erfahrenen Prozessmoderation, weil was ich immer wieder erlebt habe, wenn das nicht der Fall ist, dann verzetteln sich die Prozessexperten halt ganz, ganz oft eben im Klein-Klein, in ihrem Ausschnitt der Wirklichkeit und der Blick aufs große Ganze geht also wirklich verloren. Da brauchst du einen erfahrenen und guten Moderator, damit man das wirklich immer wieder an die Oberfläche bringt und sagt, lasst uns bitte das große Ganze anschauen, was sind denn die einzelnen wirklichen Schritte und die wesentlichen Leistungsübergaben. Ganz, ganz neues Thema, und das wird bei der fünften Art der Prozesserhebung, ist das Thema Process Mining, was bei größeren Unternehmen ein ganz, ganz stark in den Fokus rückendes Thema ist. Denn hier werden nämlich keine Menschen befragt, sondern es werden EDV-Systeme befragt.
Das heißt, man verfolgt also anhand von Transaktionen und Zeitstempeln in den großen Warenwirtschaftsprogrammen die Spuren des Prozesses. Und dieses Vorgehen funktioniert aber in der Regel nur, wenn man große zentrale EDV-Systeme in großen Unternehmen hat, wo es auch eine genügend große Anzahl von Prozessdurchläufen gibt. So ein Beispiel ist zum Beispiel die Beschaffung von Materialien in einem größeren Fertigungsbetrieb durch eine größere Einkaufsabteilung. Sagen wir so, wir haben jetzt 30 Einkäufer und die bestellen Tausende von Bestellungen pro Jahr. Dann lässt sich eben mit Process Mining wirklich jede einzelne Bestellung eben nachverfolgen, wie die eben geht, von Genehmigungslinien, wo dann Vorgesetzte und der Fachbereich zustimmen müssen und, bis es dann eben zum Schluss zum Wareneingang eben kommt. Das kann man ganz gut nachvollziehen, wenn man eben integrierte Systeme für sowas hat. Und bevor ich Ihnen aber noch einen abschließenden Tipp gebe, den letzten großen Tipp in dem Video, abonnieren Sie doch unseren Kanal. Dann bleiben Sie nämlich immer informiert, wenn wir neue Videos zu solchen Themen entsprechend veröffentlichen. Deswegen jetzt meine Empfehlung, die meisten Unternehmen dürften Beobachtung am Ort des Geschehens und Interviews das Mittel der Wahl sein. Wenn Sie also Vorgehensweisen auf Videos aufzeichnen können, ist das die Königsdisziplin, weil Sie auch sofort eben die Bearbeitungsdauer und andere wichtige Messdaten erhalten. Damit ist also die Tür für die Verbesserung des Ablaufs wirklich unmittelbar offen. Und Sie können mit dem Mitarbeiter genau sagen, guck mal, von Sekunde 19 bis Sekunde 24, das könnte man doch einsparen, wenn wir das eben nicht so hinstellen, dass du 5 Schritte laufen musst, sondern es gleich in Greifnähe ist. Für Videoaufzeichnungen braucht es aber auch eine positive Unternehmens- und Fehlerkultur sowie auch klare Vereinbarungen eben mit dem Mitarbeiter und oft auch mit dem Betriebsrat. Das ist der wesentliche Punkt. Wenn Sie einen Betriebsrat im Unternehmen gibt, dann sprechen Sie vor der Prozessaufnahme mit den Vertretern der Arbeitnehmer. Das schafft nämlich wirklich Vertrauen und Sie ersparen sich unangenehme Fragen im Nachgang. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und vielleicht noch ein paar Hinweise, die Sie vielleicht im Hinterkopf behalten sollten. Haben gleiche Tätigkeiten oder gleiche Arbeitsplätze, gleiche Prozesse? Also Sie haben jetzt zum Beispiel mehrere Einkäufer in dem Unternehmen, arbeiten die alle gleich? Nein, tun sie natürlich nicht. Sondern jeder hat seine eigene Prozesswirklichkeit, bis der Prozess wirklich erhoben und standardisiert worden ist. Ansonsten arbeitet jeder nach bestem Wissen und Gewissen. Die geben alle ihr Bestes, aber jeder auf seine Weise und damit haben sie zig Prozessvarianten. Das sollten Sie auf jeden Fall mit im Hinterkopf behalten. Zweitens. Führungskräfte kennen ihre Abläufe von ihren Mitarbeitern und von den Prozessen. Auch das ist ein Mythos. Nein, Führungskräfte kennen meistens die Prozesse nicht, sondern die Prozesse und Abläufe kennen die Leute, die sie tagtäglich durchführen, aber nicht die Führungskräfte. Also deswegen sprechen Sie in den Interviews mit den Leuten wirklich, die diese Sachen, diese Arbeiten machen und nicht nur mit Führungskräften, weil die sitzen im Elfenbeinturm und wissen im Zweifel gar nicht, was da unten an der Linie wirklich passiert. Und ein mehrfach verwendeter Begriff meint immer das Gleiche. Also wenn man von einem bestimmten Ding spricht, nennen wir es jetzt mal Rechnung, dann könnte eben jemand, der die Debitorenbuchhaltung bearbeitet und jemand, der die Kreditorenbuchhaltung bearbeitet, eben unter dem Stichwort Rechnung was anderes meinen. Der eine eine Eingangsrechnung, der andere eine Ausgangsrechnung. Deswegen ist es also auch ganz wichtig, dass Sie wirklich diese Begrifflichkeiten klären, auch wenn sie noch so klar erscheinen. Fragen Sie wirklich nach, was meinen Sie damit genau, damit wir keine Missverständnisse haben. Und jetzt würde mich wirklich interessieren, welche Methoden zur Prozessaufnahme nutzen denn Sie im Unternehmen? Welche anderen Verfahren sollten wir vielleicht auch in den kommenden Videos noch mit genauer aufgreifen? Schreiben Sie mir das rein in die Kommentare. Wir nehmen Ihre Anregungen wirklich gerne auf und produzieren entsprechend neue Videos mit den Themen, die Sie wirklich interessieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.